Ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer, Zuschauerin, ich grüße dich. Ups, da waren ein paar Sprachnachrichten wieder per WhatsApp reingegangen. Ja, es geht um das Starbucks-Konzept, by the way, auch vielleicht Strategie, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Für dich, dass es angenehmer ist. Und ich habe quasi da ein bisschen drum recherchiert, was Starbucks, die Starbucks-Strategie oder beziehungsweise auch das Konzept ist. Die Starbucks-Strategie und das Konzept ist quasi ja in der Preispsychologie klein, mittel, groß. Danach habe ich quasi auch meine Preise angepasst. Wo ich quasi gesagt habe, klein, mittel, groß, für diese Zielgruppe klein, für diese Zielgruppe da und für diese Zielgruppe da. Also dass ich quasi drei Preise in meinem Webshop finde, beziehungsweise momentan nur zwei Preise. Der dritte Preis in meinem Webshop, das Premium-Produkt, das biete ich nicht in meinem Webshop direkt an, das ist nur auf Anfrage, also alles okay. Ich habe nur diese zwei Preise, klein, mittel, groß, in meinem Webshop adaptiert. Und was hat noch Starbucks, was ich jetzt auch schon adaptiert habe? Und zwar, es ist quasi die Zugehörigkeit, es ist quasi die Treue, die Corporate Identity, das Erscheinungsbild nach außen. Das ist nicht nur bei Starbucks so, dieses Erscheinungsbild, alles grün, bei denen ist ja alles grün. Wenn man quasi die Facebook-Seite und so weiter anschaut, ist ja alles grün. Bei Telekom ist alles ja magenta, bei Vodafone ist alles in rot. Es gibt so viele Firmen, wo halt sehr viele Erscheinungsbilder haben, wo man halt nach draußen schaut, welche Firma passt zu welcher Unternehmen, was kann man von dieser Firma lernen, was kann man von dieser Firma lernen. Es gibt quasi auch unterschiedliche Werte in diesen Firmen, was die Firmen ja so haben, wo sie quasi auf der Homepage haben. Man kann die auch ergoogeln, meine kann man auch ergoogeln. Ich habe mehrere Werte, natürlich habe ich drei Grundwerte, aber dazu komme ich irgendwann mal zu einem anderen Video. Ich habe dazu auch quasi eine Podcast-Folge zu meinen Werten hochgeladen, beziehungsweise zu Werten hochgeladen, wie man die findet. Aber by the way, zu meinen drei Hauptwerten, da werde ich auch nochmal später ein YouTube-Video hochmachen. Es geht ja heute nur um die Starbucks-Konzept oder Strategie, by the way, keine Ahnung, was ich da gesehen habe, wie ich quasi Starbucks sehe oder weil ich gerne in Starbucks, wenn es geht wieder, weil mir schmeckt der Kaffee ganz gut und halt auch die Atmosphäre, diese chillige Musik, diese Lounge-Phase, wo man quasi wenn man quasi in einem Starbucks geht, geht man halt gerne da rein, weil auch die Atmosphäre, das Raumkonzept richtig cool aufgemacht ist in manchen Stores, wo es halt sehr lounge-mäßig aufgemacht ist oder halt auch quasi familiär aufgemacht ist, so wie quasi dein Wohnzimmer soll, ist auch Starbucks so weitgehend. Du sollst dich als Kunde bei Starbucks wohlfühlen. Bei mir ist es quasi jetzt nicht so, weil ich quasi kein Büro oder Office habe. Ich habe quasi nur ein Remote Office, wo ich quasi von zu Hause aus arbeite, weil ich quasi mit meinem Handy und mit meinem Laptop überall aus arbeiten kann, egal wo ich auch bin. Das habe ich quasi ein bisschen anders gemacht, aber dazu auch später zu einem anderen Video. Es geht halt hoffe ich jetzt um diese ganzen Starbucks-Strategien. Ich habe dir ja einiges schon mitgegeben, wo du quasi auch nochmal recherchieren kannst. Du kannst gerne nochmal gucken. Ich packe dir gerne nochmal die Shownotes rein, was ich da
auch geschrieben habe. Es soll quasi nicht lang gehen, dieses Video, aber ich habe dir quasi jetzt schon ein bisschen was erzählt, wie Starbucks aufgebaut hat und wie Starbucks sein Erscheinungsbild gemacht hat und halt, was ich da adoptiert habe. Genau, das sind quasi die Preisstrategien, klein, mittel, groß. Und das sollte jeder in seinem Webshop anbieten. Und by the way, nicht auf der Homepage. Für ein oder andere ist es in Ordnung, wenn die Preise auf der Homepage sind. Aber dazu komme ich später nochmal, warum Preise generell auf der Homepage nicht zu sehen sein sollte. Es ist auch schon wieder ein Erscheinungsbild, dass wenn ich Preise auf der Homepage stelle, dann kann ich quasi denjenigen nach den Preisen messen. Deshalb habe ich separat keine Preise auf der Homepage, aber in meinem Webshop. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Homepage-Preisen und Webshop-Preisen? Im Webshop kann man direkt das Produkt auch kaufen. Und auf der Homepage kann man sich nur inspirieren lassen, wie teuer der oder der ist. Na, aber dazu später zu einem anderen Video. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und klicke auf die Glocke, weil ich lege jetzt mit diesem YouTube-Kanal so richtig gerade los. Und wenn du noch mehr wissen willst, noch Fragen stellen willst, dann komme gerne auch in meine Telegram-Gruppe, die ich gerade auch gegründet habe. Dort kannst du mir auch nochmal Fragen stellen und ich werde diese Fragen dann auch mal gezielt in einem YouTube-Video aufnehmen, beziehungsweise auch in meinem Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.